Jo, meine Lieben, wir sitzen schon voll in der Sonne hier. Heute ist nämlich ein bisschen später als sonst, weil ich länger bei den Hühnern war. Da war da dann so eine Hauskatze, die habe ich aufgenommen. Und jetzt knallt mir die Sonne voll auf den Dötz. Voll, ne? Es ist richtig warm. Oh mein Gott. Guck mal den Himmel an. Da ist kein Wölkchen. Soll auch so sein, haben die angesagt. Es soll richtig heiß werden heute. So sieht es auch aus, aber nicht schwül. Also es weht so ein ganz leichtes, frisches Lüftchen. Also es ist wirklich nicht feucht warm heute. Also ich hoffe, das bleibt auch so, aber schon sehr warm. Ne? Die Hunde fangen auch an, dass es denen hier zu warm wird, glaube ich. Pascha ist wie gestern auf der Suche nach einer Ausbruchmöglichkeit. Er guckt schon überall den Zaun ab. Wo kann ich abhauen? Bonjuk versteht das alles gar nicht. Na, hier ist doch schön, denkt sie sich. Wo will er immer hin? Nö? Ja. Ja. Hm? Süße Maus. Ja. Ja. Hinten noch mal gucken. Ist er da hinten hin? Hm? Das ist warm. Ich kann nicht mehr lange aushalten hier, so guckt sie. Lange kann ich hier nicht mehr liegen, Mama. Aber für dich bleibe ich noch ein bisschen liegen. Der Herr des Hauses hat jetzt den Wasserschlauch im Angriff. Hm. Sie guckt auch immer, ne? Die sind immer im Blickkontakt, ne? Wenn einer nicht zu sehen ist, geht der andere hinterher. Oh mein Gott, das ist so warm, ne? Ich muss aus der Sonne gleich. Sonst kriege ich wieder Sonnenbrand. Ich habe mein Käppi auch gefunden, zumindest eins, so ein dünnes Käppi habe ich gefunden. Ist noch im Schrank. Ich will nämlich mit euch den Schrank aufräumen nachher, mal gucken. Und dann würde ich das rausholen. Heute will ich nicht weg, weil ich Hoffnung habe, dass die mir mein Futter liefern. Eigentlich hatten wir abgesprochen, dass ich vielleicht runtergehe und dass wir gemeinsam dann hochfahren, aber ich werde denen einfach immer die Adresse geben und dann draußen warten. Weil sonst würde die Adresse sie hier hinten herführen. Gestern hatte ich die Adresse nicht. Ich habe die hier zu Hause vergessen. Ich weiß die noch nicht auswendig. Ich gebe denen die Adresse und dann warte ich da hinten. Oder ich lasse sie einfach nochmal rumfahren dann. Die andere Seite. Ich kann auch mal probieren, ob ich die Tür nicht aufkriege, weil unser Gärtner hat die abgeschlossen. Das heißt, eigentlich müsste das ja funktionieren jetzt. Ich bleib hier jetzt einfach sitzen. I'm so sorry. Tim, müsste von weitem gucken. Pascha liegt da hinten im Schatten. Ja. Oh nee, jetzt kann man ja gar nichts mehr sehen. Der jetzt muss ja doch aufstehen. Oh mein Gott. Tja, das hilft nichts, ne? Was muss, das muss. Der steht mal auf. Kein Problem. Geschortet habe ich auch noch nicht. Das heißt, ein bisschen muss ich noch in der Sonne sitzen, ne? Pascha, für dich ist das hier ideal, ne? Mit dem Ball vor den Füßen, im Schatten und du siehst alles, ne? Ja. Da kommt Madame mit ihrer Beute, denkt sich, nicht zu nah kuscheln hier, sonst werde ich eifersüchtig. Ne? Sonst bist du eifersüchtig. Ja. Ich bin doch nur kurz spielen gegangen. Hm? Oh, bleib mal hier, ist gut, ne? Hier ist Schatten. Was ist das denn hier alles?
Wieso klebt das hier so? Zeig mal her. Was ist das, Spucke oder was ist das? Komm mal her, Bonchuk. Stellt euch mal hier hin. Ich muss mal eben gucken, was ich da habe. Oh Mann. Das ist ja weg. Guck mal, einfach klebt das da so am Ohr. Zeig mal her, komm mal her. Zeig mal dann mal her. Mach dir da wieder denkt, das ist nicht okay. War wohl nur Spucke oder so. Okay. Oder essen oder so. Ne? Hallo? Nicht mein Handy essen. Gut riechen tut er jetzt hier aber nicht in der Sonne, ne? Der riecht hier voll nach Hund. Voll nach Hund riecht er wieder. Was geht? Meine Nase hat sich schon dran gewöhnt, wieder an den Geruch. Die stinken bestimmt richtig, aber ich rieche nicht mehr so wie am Anfang. Hier ist irgendwas klebt hier. Was hast du denn da? Kann man trotzdem noch mal richtig gucken, Bonjuk? Kann ich da noch mal gucken, so lang Pascha auf Abwägen ist? Vogelinvasion hier. Die hat deinen Ball geklaut. Los, hinterher. Oh, ist das denn da wieder? Da ist so ein totes Tier. Da haben sich die Ameisen drauf gestürzt. Eklig. Ich muss hier gleich mal den Wasserschlauch halten. Na gut, mein Lieben, das war's. Ich schaute jetzt weiter, wenn euch interessiert, wie es mit den Hunden weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen.